Hallo und herzlich willkommen bei Pilzwunder. Ja, Freunde, bevor es mit der Aktienlage losgeht, möchte ich heute ein bisschen rumklonen, und zwar mit dem Austern. Nicht mit dem Austern. So, alles ist in der Box. Deckel ist verschlossen. Jetzt wird alles was... Blub. Okay, alles ist in der Box. Jetzt habe ich den Deckel auch geschlossen. Blub. Okay, circa 5 Minuten sind vergangen. So, kommen wir zum Stockschwämmchen von Thomas. Und zwar hatte ich ja... So, dann hatte ich ja zeitgleich mit der Flüssigmedizinspritze von Thomas auch hier mein Und zur selben Zeit hatte ich meine wilde Auster auch hier auf meinem sterilen Substrat angesetzt, beziehungsweise auch mit der Flüssigmedizinspritze im direkt. Blub. So, dann kommen wir mal zum größten Problemkind hier. Der will nicht fruchten. Es geht um die wilde Auster, angesetzt auf meinem Substrat. Ewigkeit her, extrem schnell durchwachsen, sehr potenter Stamm. Feuchtigkeit passt, wie ihr sehen könnt. Ich habe ihn angeschrien. Ich war kurz davor, ihn zu verprügeln. Ich habe also schon alles durch auf der Liste, was ich machen kann. Kälteschock ist ein Winteraustern-Pilz, keine Frage. Aber mehr kann ich wirklich nicht machen. Er soll endlich anfangen zu fruchten. Was ist los mit ihm? Soll ich dich jetzt hier vor aller Öffentlichkeit irgendwie... Oh Gott, das lassen wir mal lieber.